Guten Abend. Echtes Kontrastprogramm. Was ich jetzt vorstelle, ist was ganz anderes. Ich heiße Claudia Kreyer und ich wollte Ihnen dieses schmale Bändlein vorstellen. Es heißt Along the Color Line, eine Reise durch Deutschland 1936 und ist von einem Autoren geschrieben, W.E.B. Du Bois. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber ich glaube schon. Und es ist eine ganz tolle Entdeckung. Ich habe das gehört in einem Podcast von dem Chef Zeitredakteur Christoph Arment. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der hat das so gefeiert, dass ich sofort losgegangen bin und mir das bestellt habe. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Du Bois, muss ich gestehen, Bildungslücke sagte mir nicht so wahnsinnig viel, bevor ich das Buch gelesen habe. Diese Bildungslücke habe ich jetzt geschlossen. Und da möchte ich Ihnen kurz was zu erzählen. W. Du Bois ist Afroamerikaner, ist 1868 nahe Boston geboren. Das war ganz kurz nach Abschaffung der Sklaverei in den USA. Er galt also schon als freier Mann, wie man so frei sein kann als Farbiger in Amerika. Er gehört bis heute zu den einflussreichsten Afroamerikanern des 20. Jahrhunderts. Als Wissenschaftler und Aktivist kämpfte er gegen die Rassentrennung und für ökonomische Gerechtigkeit. Er war ein sehr guter Schüler und ein noch viel besserer Student. Und das brachte ihm ein Stipendium ein in Deutschland für 2 Jahre, nämlich 1892 in Heidelberg und in Berlin. Da studierte er bei Max Weber und er bewunderte Bismarcks Sozialversicherung und hätte unheimlich gerne auch seine Dissertation in Berlin geschrieben. Das ging nicht, weil das Geld alle war. So ist er dann zurück nach Amerika und hat als erster Afroamerikaner an der Elite-Universität in Harvard seine Doktorwürde erlangt. Überliefert ist seine Antwort auf die Frage, wie groß diese Ehre für ihn gewesen sei, mit einer Ehre, das versichere ich Ihnen, war das für Harvard. Also er war schon relativ selbstbewusst. Später ist er dann von der Wissenschaft zum aktiven politischen Widerstand gewechselt und in der McCarthy-Ära ist er verhaftet worden, wie so viele Intellektuelle, saß auch lange in Haft. Und ist dann ziemlich verbittert 1961 mit 93 Jahren, das finde ich echt beachtlich, in die kommunistische Partei eingetreten und nach Ghana ausgewandert. Er wollte in Amerika nicht mehr leben. Da ist er dann 2 Jahre später gestorben mit 95 Jahren, leider einen Tag vor der legendären Rede von Martin Luther King, I have a dream. Das hätte er sicherlich auch echt gerne miterlebt. Ja, jetzt zu diesem Buch. 1936 gilt dieser Bürgerrechtler schon als führender Intellektueller seiner Zeit und reist zu Forschungszwecken für 5 Monate durch Deutschland. Er soll verschiedene Unternehmen besuchen, soll mit Chefs sprechen und mit Arbeitern und Angestellten. Es geht ums Bildungssystem Deutschland. Er spricht hervorragend Deutsch, liest Bücher und Zeitschriften seiner Zeit, kennt Deutschland zu dem Zeitpunkt schon seit über 40 Jahren und ist auch schon 68 Jahre alt. Und in diesem Buch sind seine Kolumnen versammelt, die er nach zum Pittsburgh, wie heißt, jetzt muss ich kurz gucken, pardon, zum Pittsburgh-Kurier geschickt hat. Es ist 36 Olympiade und die Olympischen Spiele finden gerade statt und sie sollen die Idee des tausendjährigen Reichs eigentlich in die Welt hinaustragen und es passiert das, womit Hitler nicht gerechnet hat, nämlich dass der größte Star dieser Olympiade ein Schwarzer ist. Es ist Jesse Owens, der als Sprinter alle Triumphe gefeiert hat, die man feiern konnte. Alle jubeln ihm zu. Er kann sich gar nicht retten vor Autogrammen und Du Bois beobachtet ganz fasziniert, dass er, wie er selber auch, überhaupt nicht angefeindet werden aufgrund ihrer Hautfarbe. Das finde ich echt überraschend im Deutschland von 1936. Zeitgleich bemerkt er als scharfer Kritiker des Rassismus aber auch, wie die Verfolgung der Juden immer schlimmer wird und es erschüttert ihn dieser Eindruck. Also er schreibt, die Verfolgung übertrifft an rachsüchtiger Grausamkeit und öffentlicher Herabwürdigung alles, was ich je erlebt habe und ich habe einiges erlebt. Das war für ihn wirklich schockierend. Präzise analysiert er die Politik der Nationalsozialisten in diesen kleinen Kolumnen und er kann tatsächlich auch in Deutschland diskutieren mit verschiedenen Deutschen.
Es geht ihm um Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Wie groß ist das eigentlich oder wie lange wird sich Hitler halten? Warum wurde Hitler gewählt? Das sind einige seiner Themen, die er anspricht und mit denen auch ganz, mit denen er ganz, über die er ganz offen damals noch sprechen kann. Andere Leidenschaft, wirklich auch sehr viel leichter zu lesen, ist Bayreuth. Er ist ein riesen Wagner-Fan, hat aber einen sehr intellektuellen Zugang zu Wagner und meint auch nicht, dass jeder Wagner hören muss und kann und versteht vor allen Dingen. Das kommt, ist ein großes Kapitel in diesem Buch. Und auch das Deutsche Museum in München, das fasziniert ihn, weil es das in der Art in Amerika zu der Zeit noch gar nicht gibt. Ich fand das alles sehr spannend. Diese Kolumnen sind jetzt erstmals auf Deutsch erschienen. Es gibt ein langes Vorwort, da sind diese historischen Begrifflichkeiten erklärt und differenziert auch übertragen in die heutige Zeit. Und es gibt einen Nachsatz, das ist auch ein relativ langes Kapitel von einem Autoren, der Oliver Lubrich heißt. Da geht es um Dubois in Nazi-Deutschland. Also mir hat das echt gut gefallen. Es ist gut zu kurzweilig zu lesen. Man sieht die Welt aus den Augen eines Afroamerikaners 1936 wirklich noch mal ganz anders. Das fand ich sehr spannend. Ich habe jetzt noch eine Sache, die ich hochhalten möchte, weil ich immer witzig finde, wenn man erstmal sich mit irgendwas beschäftigt, dann begegnen einem mit mal ganz andere Sachen, die irgendwie doch auch passen. Und das ist ein Roman von einer Autorin, die heißt Honoré Jeffers. Die ist 100 Jahre später geboren als Dubois. Und das Buch heißt Die Liebeslieder des W.E.B. Dubois. Und da kannte ich dann den Namen zum Glück und konnte damit was anfangen. Das soll eins der größten, bedeutendsten oder der bedeutendste Roman der letzten Jahre sein. Ich habe jetzt knapp 100 Seiten gelesen. Das ist wirklich eine ganz tolle Familiengeschichte. Die Familie der Garfields, das ist eine moderne schwarze Familie, die im Norden von Amerika lebt, die aber ihre Wurzeln im Süden hat. Und im Mittelpunkt steht eine Frau, Ailey Garfield, eine ganz umwerfende Heldin, wie ich finde, die durch die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Familie erst begreift, was es heißt, hier und heute eine schwarze Frau in Amerika zu sein. Also lohnt sich unbedingt auch da mal reinzugucken. Das war's von meiner Seite.